Storm Immacrow from the Together Community plays Mass Effect 2 and hopes you enjoy the video. Und versuch zu snipern. Übrigens, dass ihr jetzt da unten so ein Pfeil seht bei Talia zum Beispiel. Das ist die Aufladung ihrer Kräfte, die sie einsetzt. Also, das, was ich ja gesagt habe, ich es nicht steuern möchte unbedingt. Ja. Jäger geht weit unten. Ich hoffe, das war's. So, ja, okay. Also, einer, der das nicht wusste, dann wüsste jetzt, was das zu bedeuten hat. Okay. 84 ist okay. Hacken! Ist der gleiche Code wie eben. Faszinierend. Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und wow. Ein Algorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Ich ändere das wieder auf schwarz-rot. Was musste ein Teil haben, damit Sie es Ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hat. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Haystrom war Kriegsgebiet. Wie konnten Sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als Sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Vorscher. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hat? Wer lässt gerade dieses Ding auslaufen? Ich habe das nicht genehmigt. Oh, Kila, wie viele Gäste sind vernetzt? Alle. Ryle, Sora. Runterfahren, alles runterfahren. Sie sind im System. So, wir kommen jetzt durch. Damit lässt sich was anfangen. Geth Schildstärke. Ist das wahrscheinlich für Legion. Na, wo sind die? Waffen bereit. Nämlich, sie sehen die Leute eigentlich nicht, wenn sie getan sind. Das ist das Problem. Das sind meine Leute. Diese getarnten Geth fast nie erkennen.
ist erstmal sicher. Aber ich habe ja dafür keine Probleme mit solchen Gegnern, die sich tarnen können mit dem Gäste, also das geht noch. Shepard knows best. Gut. Einfacher Schaltkreis, trotz, ja, 4200 Credits nehmen wir noch eine Kamera mit. Das ist kein Problem. Geld wird übrigens im ersten Messerfeld-Teil nicht unbedingt eine große Rolle spielen, weil wir werden relativ schnell viele finden. Also allein wenn man die Missionen macht, die so ein bisschen anstehen, ist man relativ schnell bei einer Million. Das ist auch, was mich gewundert ist, ist jetzt so viel, wenn man halt eine Million Credits hat. Und damit meint man nicht, dass man irgendwie mal das hatte oder so, sondern die wollen wirklich, dass auf dem Kontostand steht, eine Million. Also, ich habe auch jetzt gedacht, was wollen die eigentlich? Das ist doch, dauert viel, doch viel zu lange, aber nee, ich habe es dann doch schnell hingekriegt, als ich dachte. Ja. War auf jeden Fall cool, das Ganze. Etikett. Ammunition. Raffiniertes Palladium. War safe. Für 3000 Credits. Das ist wahrscheinlich die, die hier die Tür verirrt hatte, hier eben. Video, die wir gesehen haben hier. Noch eine Wandkonsole. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Halten Sie die Waffentests an den Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein. Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll ihm jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber Sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin, aber wenn es stimmt... Dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Vielleicht sollte Ihr Volk sich von der Idee lösen, den Geth ihre Welt wieder wegzunehmen. Sie wissen ja nicht, wie das ist. Sie haben einen Planeten, zu dem Sie zurück können. Mein Zuhause lässt sich durch einen gezielten Angriff auslöschen. Sie haben einen Platz, wo Sie hingehören, Tali. Geben Sie das nicht für einen unnötigen Krieg auf. Unnötig?
Shepard, ich sterbe, wenn ich in meiner eigenen Heimat keinen Helm trage. Ein einziger Kuss und ich lande im Krankenhaus. Jedes Mal, wenn Sie mit bloßen Fingern eine Blume berühren oder ohne Luftfilter Ihren Duft genießen, tun Sie etwas, das mir verwehrt ist. Die Pilgerreise soll verdammt sein. Ohne Sie hätte ich nie erfahren, was mir entgangen ist. Was wir verloren haben, als uns unsere Heimatwelt genommen wurde. Haben die Quarianer erwogen, eine neue Welt zu kolonisieren? Wir hätten schon genug Schwierigkeiten, uns in unserer eigenen Welt zu akklimatisieren. Bei einer Kolonie auf einer fremden Welt wäre das noch viel schwieriger. Wir reden hier von 60 Jahren oder eben 600. Damit die jetzt Lebenden einen Sonnenuntergang ohne Maske genießen können, müssen wir unsere eigene Heimat zurückerobern. Zumindest ein Schiff können wir zurückerobern. Gehen wir. Okay. Ah, nee, da brauche ich doch schon wieder. Na, sind viele. Ja, Hilfe. Feind außer Gefecht. Danke, Tali. Wie du meinst. Ich halte das zwar nicht so, aber okay. Ja, jetzt werden sie mal von ihrer eigenen Waffe besiegt. Das finde ich schön. Wer ist das? Vater! Nicht gut. Überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord. Du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, ein Chaos wieder in Ordnung. Hey, ganz ruhig. Verdammt. Nichts, was ihnen leid tun müsste. Vielleicht. Er muss gewusst haben, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Tali, wenn du das hörst, bin ich tot. Die Griff sind aktiviert. Mm. Ich habe nicht viel Zeit. Schade. Ihr Hauptverteiler befindet sich auf der Brücke. Man will jetzt da so ein grünes Hologramm sein. Dass sie kommen würden. Und er hat versucht, ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt und es ist nicht das, was sie wollten. Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe. Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen. Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Okay. Da stehen schon Leute und da ist auch leider so ein Dicker dabei. Fortille! Dein Schiff mitnehmen. Okay. Laptop. So, dann sind das Schiff schon mal weg. Der Große noch da, das ist das Problem. So, der Große ist down. Und der Kleine ist auch weg. Okay. Perfekt. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Gäste, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein, wir müssen, das weiß ich. Es ist nur... Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk zwei weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfach... Er wäre jetzt hier auch zu sehen, aber... Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan.